herzlich willkommen zu einer Folge Angeltipps für Kids. Ich bin Jasmin von Fans von Angeln und ich erkläre euch heute die Bauteile, die jeder beim Angeln haben muss. Für Anfänger. Ich erkläre euch heute die einfachsten Angelarten und Sachen, die man dabei haben muss. Die allereinfachste, weil die ohne Rolle ist, ist die Stippe. Diese gibt es in verschiedenen Längen, Größen und Gewichten. Für meinen Körper zum Beispiel finde ich die 5 Meter Stippe am besten, weil ich sie gut halten kann, aber trotzdem gute Fische damit fange. Es ist für jeden Gewicht und jede Größe auch noch anders in jedem Angelladen noch zu erhalten. Die kann man einfach aufmachen, ausklappen, ganz einfach. Dazu gibt es aber noch ein extra Video, was ihr dann auch später noch sehen könnt. Ja, weil jeder weiß ja, ein Kind hat nicht so viel Taschengeld und man möchte ja trotzdem halt angeln. Und lasst euch nicht beirren am Anfang von den ganzen Profis. Eine ganz normale Stippe für 5 Euro, die habe ich jetzt auch für 5 Euro bekommen. Die macht's auch. Man fängt auch Fisch und es macht trotzdem ziemlich Spaß. So, zum Stippen an sich braucht man auch die Montage. Die gibt es schon fertig zu kaufen in jedem ganz normalen Angelladen. Ja, es gibt verschiedene Posen, verschiedene Haken und alles. Aber wie ihr wisst, die meisten Montagen werden halt auch von Maschinen hergestellt. Deswegen sollte man die auch wieder ausleihen. Wo wir denn jetzt persönlich zu diesen kleinen Kugelbleien kommen. Ich hoffe mal, ihr seht das. Das sind so kleine Kügelchen, sag ich jetzt mal so aus Blei. Es gibt hier so verschiedene Größen. Ja, damit kann man dann halt die Pose ausbleien. Aber auch dazu gibt es nochmal ein extra Video. Naja, wie sollte man angeln? Natürlich mit Haken, sollte man nicht vergessen. Für den Haken sollte man erstmal bei der Stippe einen kleineren wählen, weil man eher Friedfische damit fängt. Ja, auch immer dabei haben, das ist wichtig, falls einer abreißt oder man auch mal in den Busch schmeißt. Ich kenne das, ich war auch Anfängerin. Und ja, da ist mehr Kraut rausgekommen als Fisch, aber das legt sich, keine Sorge. Ja, zunächst brauchen wir dann für die Montage auch, wenn man selbst spawnen möchte, Wirbel. Hier ist eine Packung, die ist mit verschiedenen Größen, je nach Montage geeignet. Die gibt es auch sehr günstig bei jedem Angelladen. Da braucht ihr euch auch nicht das teuerste holen. Ja, zunächst gibt es dann auch noch so ein Klemmlotblei. Es gibt verschiedene Arten, verschiedene Größen und verschiedene Gewichte. Damit lotet man die Tiefe aus, wie tief es stehen muss, ob die Pose schwimmt und sowas. Das Gute an so einem Klemmblei ist, man kann sich in die Haare hängen. Man kann sich die an das Wickelbrett gleich mit dranhängen. Und dann hat man das einfach immer dabei. Alles ist dabei. Man braucht das auch nachher einfach nur einpacken. Fertig. Ja, die nächste einfache Angelart, sage ich erstmal so, für mich wäre die Grundangel. Wie ihr seht, die hat eine Rolle. Das ist für die speziell die Kinder, die mit Rolle angeln wollen. Ja, hier reicht auch eine ganz billige Rolle. 5 Euro hat die, glaube ich, gerade mal gekostet. Gibt es auch überall. Und falls wirklich irgendwie was ist, man rauftritt oder die fallen lässt, ganz ehrlich, da heult keiner wirklich nach, wenn die wirklich kaputt geht. Ja, die Angel, wie ihr seht, die hat hier oben Ringe. Das hier ist so ein Hütchen, sage ich jetzt mal dazu, damit die sich nicht von alleine aufklappt, wo hier der Pömpel dient. Ja, die zieht man wie die Stippe einfach raus. Und wie man es aufbaut, die benutzt und sowas, bekommt ihr auch nochmal in einem extra Video zu sehen. Genau. Dafür brauchen wir auch spezielle Haken. Da würde ich euch empfehlen, etwas größere zu nehmen, weil man auch größere Fische damit fängt. Das hier zum Beispiel ist jetzt ein Aalhaken. Die sind meistens rot markiert. Finde ich auch sehr hübsch. Wie man das auch alles in der Grundangel anbaut, die Montage, bekommt ihr auch nochmal in ein extra Video. Ja, wenn wir gerade bei Montage sind, dafür braucht man noch ein Sargblei. Es ist, wie im Wort hört, ein Blei. Dies hängt man unten mit an die Montage, was ihr wie gesagt auch extra seht noch. Ja, es gibt verschiedene Formen, verschiedene Größen, verschiedene Gewichte.
Das zeige ich euch noch einzeln. Ja, was braucht man dafür noch? Natürlich braucht man die Wirbel auch nochmal, da man dort den Haken ranhängt. Und ja, was braucht man noch? Die Glocke. Es ist ein Bissanzeiger. Es gibt verschiedene Bissanzeiger. Es gibt einen ganz normalen Bissanzeiger, es gibt unnormale Bissanzeiger, nein, Quatsch. Diese braucht man, wenn man die Angelrute aufgestellt hat. Nur oben, ach, sehr leise. Nur hier oben an die Spitze klemmen. Und wenn ein Fisch kommt, dann hört man das. Die gibt es auch schon für 1 Euro oder sowas in jedem Geschäft. Und naja, die sind zum Beispiel meine speziellen Favoriten. Die sind bunt, die hier ist pink. Ja, was will ein Mädchen noch mehr haben? Genau, ach ja, dafür braucht ihr natürlich auch das Kugelblei, weil ihr dort auch ein bisschen ausbleien müsst. So. Ein Rutenhalter. Der ist sehr nützlich, da man die Angel ja nicht ständig festhalten will. Und wenn man selbst wackelt, dann wackelt ja auch die Glocke. Diesen rammt man jetzt in den Boden, stellt die Angel hinein und sie steht fest. Die sind speziell nur für Grundangeln gedacht, obwohl man kann die auch für andere Angeln benutzen. Aber am besten sind die halt für Grundangeln. Und ja, es gibt auch verschiedene Arten. Es gibt einmal die für Grundangel und einmal die hier. Wo ich euch empfehlen könnte, ihr solltet diese nicht verwenden, wenn ihr Grundangel nehmt. Die meisten Anfänger machen den Fehler, sie rammen den in den Boden und legen die Angel so hinauf. Aber wenn wirklich der Fisch, den man erhofft, anbeißt, zieht er, zack, ist die Angel drin im Wasser, Geld verschwendet. Also ich würde euch wirklich raten, den hier zu nehmen, weil wenn die Angel hier einhakt, dann zieht das auch nicht weg. Auch immer dabei haben. Ja, dieser Bissanzeiger ist auch sehr gut für die Stippe. Diese kann man einfach rauflegen, aber halt ständig die Pose beachten, da auch diese reinfallen könnte. Das ist bei jeder Angel so, aber man sollte trotzdem drauf aufpassen. Und man will auch nicht ständig die Angel in der Hand halten, richtig? Ja, zunächst kommen wir denn zu dem Allgemeinen, was jetzt nicht irgendwie Angelart bezüglich ist, ist der Kescher, den ihr dabei haben müsst. Ich betone, ihr müsst ihn dabei haben. Oh, scheiße. Diesen gibt es auch schon für ein paar Euros, unter 5 Euro oder unter 10 Euro bekommt ihr den auch. Als Anfänger würde ich euch raten, keinen großen zu nehmen. So eine Größe reicht. Da ihr, wenn man ehrlich ist, als Anfänger fängt man noch nicht so viele und auch noch nicht so große Fische. Und da denn noch so einen riesigen Kescher mitzunehmen, das ist Schwachsinn. Ja, wie gesagt, wenn ihr ohne dem angeln geht, dann das ist verboten, denn dann kann euch der Angelschein weggenommen werden, da man die Fische rausheben muss. Ja, zunächst das Allgemeine. Nehme ich mir jetzt mal hier den Betäubungsschläger, Totschläger sozusagen auch genannt. Da gibt es auch verschiedene Varianten, den zu kaufen. Da ist gleich auch ein Hakenlöser mit bei. Hier ist ein Bleikopf dran und mit Plastik überzogen. Die sind eigentlich relativ gut, was nur das Problem ist, wenn die runterfallen und man aus Versehen rauftritt oder sowas, dann gehen diese wirklich sehr schnell kaputt. Kosten auch nicht sehr viel, also vielleicht 1 Euro oder sowas. Oder man macht sich das Einfache wie ich. Man fragt Vati, hast du vielleicht noch einen kaputten Hammer oder sowas? Nimm dich so den Stiel und schon hat man auch sowas. Falls ihr den aber vergisst am Wasser, ist es nicht so schlimm. Ihr könnt euch nämlich auch einen großen Stock nehmen und den Fisch damit maßgerecht betäuben. Kommen wir zum Messer. Das sollte auch immer dabei sein. Dieses ist zum Erstechen oder zum Töten des Fisches da. Holt euch am besten als Anfänger noch Hilfe von Mutti oder Vati, denn Messer sind scharf, wie ihr wisst, und man sollte das lieber nicht alleine machen, gerade nicht, wo man weiß, wo man einstechen muss und sowas. Aber selbst das bekommt ihr noch in einem extra Video. Ja, wenn wir gerade bei scharfen Dingen sind,
reden wir auch gleich mal über die Schere. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Scheren für kleine Kinder, für Erwachsene, für Kochutensilien oder wie diese hier fürs Nähen, um Nähte aufzuschneiden oder anderes. Diese habe ich mir zum Beispiel geschnappt von meiner Mutti, die näht gerne. Und ja, da habe ich gefragt, könnte ich die mir ausleihen fürs Angeln? Sie meinte so, ja klar. Diese ist zum Beispiel gut, wenn man die mit zwei Fingern benutzen kann. Hier gibt es einen Ring, wo man den noch einhaken muss, falls man irgendwie was anderes machen muss. Ist klein, wirklich sehr scharf und auch sehr nützlich. Aber auch ganz normale Scheren würden gehen. Ja gut, kommen wir denn jetzt zum Hakenlöser. Da gibt es auch verschiedene Versionen für kleine Haken, wie jetzt zum Beispiel beim Stütten. Diese hier also, nimmt man lieber das kleinere Ende. Für etwas größere Haken nimmt man sich das größere Ende. Da lasst euch nicht einschüchtern, da gibt es auch verschiedene Größen. Also ihr findet da schon Größen und die gibt es vielleicht von 25 Cent bis hoch, bis 1 Euro oder sowas, auch nicht die Welt. Ganz ehrlich, gibt es günstig. Ja, zunächst braucht man am besten noch einen Zollstock, einen Gliedermaßstab oder halt ein Maßband. Ja, diese sind nicht zum Ausmessen, wie groß man nun geworden ist, sondern die sind dafür, um zu messen, wie groß der Fisch ist. Weil der Fisch hat ein Mindestmaß. Weil bestimmte Fische haben ein Mindestmaß. Und unter diesem Mindestmaß darf kein Fisch mitgenommen werden. Darum am besten ausmessen und dann erst betäuben. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch ein Maßband nehmen. Es ist eigentlich relativ egal, welches Utensilien ihr dafür in Verwendung nehmt. Naja, für diese ganzen Sachen würde ich euch erstmal hier einen Angelkasten empfehlen. Wie ihr hier seht, das ist jetzt kein direkter Angelkasten, sondern dies ist ein kleiner Mini-Werkzeugkasten. Aber für die Sachen, die man hier als Anfänger noch drin hat, reicht das alle Male. Kostet nicht viel und hat wirklich sehr viel Platz. Oder man nimmt sich wieder die etwas günstigere Version, wie ich hatte. So ein Sandikasten, der läuft ab. Fragt man einfach Mutti, Tati, könnt ihr vielleicht die Sachen auspacken. Ja, Angelsachen rein, leicht zu öffnen, genügend Platz, klein, reicht, wieso nicht? Ja, zunächst eine nicht gezwungene Köderdose, sag ich jetzt mal so. Am besten so eine, wie ich hier habe, die leicht zu verschließen und öffnen sind. Diese gibt es auch schon für 1 Euro bis 2 Euro, so im Dreh gibt es auch schon. Müsst ihr aber nicht holen, da man heutzutage auch schon die Köder, wie zum Beispiel Maden, in kleine Plastikförmchen gibt. Aber im Endeffekt, die gehen sehr schnell kaputt und die sollte man nicht verwenden, finde ich. Darum wählt lieber so eine. Ihr fragt euch, wie geht die auf? Ganz einfach. Hier oben auf den Sternchen, die man hier sieht, drückt man einfach rauf. Drückt man einfach rauf, wie ihr seht. Jetzt ist es einfach. Drückt man rauf, kann man öffnen, befüllen, schließen, fertig, zumachen. So, und jetzt schließt ihr, indem ihr den Rand zudrückt. Und immer wenn ihr das Klacken hört, wisst ihr, die Dose ist offen oder zu. Ja, zunächst bräuchtet ihr vielleicht auch noch, wenn ihr so pingelig seid wie ich früher. Ich wollte immer meine Hände danach unbedingt waschen, nachdem ich einen Fisch gefangen habe. Legt sich aber auch wieder. Einfach einen kaputten Putzlappen nehmen mit ein paar Löcher oder sowas. Das reicht. Fragt Mutti einfach, ob sie noch was Kaputtes hat oder sowas. Reicht auch alle Male. Braucht ihr auch nichts Neues kaufen. Schließlich werden da bestimmt auch später Haken drinne hängen oder sowas. Und da nützt auch kein neuer Lappen. Ja, zu guter Letzt würde ich euch noch so einen kleinen Mini-Eimer empfehlen. Lasst euch da nicht einschüchtern, bei wegen Profi-Eimer. Da ein kleiner Eimer reicht. Ich würde euch diesen wirklich sehr empfehlen. Der kostet gerade mal 1 Euro. Und ist aus leichten, weichen Gummi. Geht also auch nicht so schnell kaputt. Passt alles rein wie Futter. Futteranmischung zeige ich euch auch noch in einem extra Video. Futter, Fisch, passt alles auch mit hinein. Und im allerschlimmsten Fall, könnt ihr euch auch noch draufsetzen. Aber das würde ich euch nicht empfehlen, da, wie gesagt, das ist ein leichter, weicher
Gummi. Plastik, Entschuldigung. Ja, soweit ich weiß, war das jetzt erstmal alles. Ja, denn vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und bitte die Glocke anzuklicken, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst, wie ich jetzt zum Beispiel Stippe aufbaue, wie man Futter anmischt oder vieles weiteres. Danke fürs Zuschauen. Das war ich, Jasmin von Fans von Angeln. Tschüss.